Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Blanche Mobile 3D. Ich werde es mal starten. Entschuldigung, das war ein falscher Knopf. Und jetzt geht's los. Können wir überspringen. So, und dann aufs Spiel starten. Ich habe das gestern schon mal bei den 2-Stunden-Spiel gemacht. Auf die Hoffnung, dass ich wieder einen Gutschein gewinne, habe ich allerdings nicht gewonnen. Deswegen mache ich schnell hier die Kampagne zu Ende. Und dann schauen wir mal, was wir machen müssen. Und bei denen ist das Spiel, man muss selber lenken. Und da gibt es keinen Autokampf, leider. Okay, er ist down. Oh, seine Mutter. Ichigo. Ich glaube, das war auch gerade der letzte Kampf von der Kampagne gewesen. Und jetzt können wir hier so eigentlich rumlaufen. Die Maus so langsam. Okay, ein bisschen besser. Vielleicht gibt es ja später noch sowas, wo man sagen kann, hier automatisch. Aber bis jetzt ist jetzt halt wirklich noch nichts mit Automaten. Aber ich hab's noch nicht gefunden. Ja, manchmal übersehe ich ja sowas auch gerne. Aber die Grafik sieht schon mal cool aus. Den Fabian zum Beispiel, da steht. Ein Boss. Wenn wir ihn halt
Hab ich dann noch. Aber kein Problem. Wir haben ihn kaputt gemacht. Herausforderung. Muss ich gegen den denn immer noch kämpfen? Keine Ahnung. Ein Ringschirm? Oh, weia. Da wollte ich doch noch gucken in der Folge. Und einfordern, einfordern, einfordern. Ich habe einen Froschenhals. Ach je, kostenloses Geschenk. Erstmal da hinkommen. Büchse. Ach, jetzt sind wir in der Schule. Oder oben auf der Schule. Ah, Automaten gibt's jetzt. Mittlerweile habe ich mich sowas an das Automatik gewöhnt. Am Anfang fand ich das total scheiße. Mittlerweile sage ich mir immer, ah, wo ist das Automatik? Überspringen. So sind wir jetzt in einer Gilde drin. Schau mal den Charakter an. Hoch kann ich den leveln? Bis 15. Okay, und hier haben wir mit 20 geht's weiter. Hier auch.
überspringen. Wer die ganze Geschichte sehen möchte, muss das Spiel leider selber herunterladen und durchspielen, weil ich überspringe hier alles. Waffe. Charakter. Waffe. Okay, da auch nochmal. Was kommt denn hier noch? Ach so, man muss die aufmachen. Ach so. Jetzt geht's nur bis Level 16. Überspringen. Der nächste Kampf. Schade, dass ich hier nicht meine Sachen aufwerten kann. Ach je. Das war auch der Bogenschütze. Der mit irgendeinem Gebet die bösen Dinge herbeischwören kann. Oder herbeirufen kann. Um sie dann zu bekämpfen. Jawohl. Ich schaue jetzt mal die Ausrüstung an. Ich werde erstmal meine Ausrüstung auf Stufe 20. Den auch noch zweimal. So, fertig. Alles auf 20 aufgewertet. Ich kann
Sachen noch weiter aufwerten. Ah. Ist das höchste der Gefühle. Gut. Dann war die Ausrüstung fertig. Dann gehen wir auf Charakter. Hier habe ich auch noch etwas. Ah, okay. Okay. Haben wir das auch fertig? Rekrutieren? Und Charakter? Okay. Ich habe 3 Stück im Besitz davon. Benutzen wir mal alle. Erneut. Geht er mal zurück? Geht zurück. Und der letzte. Okay. Kaufe ich nochmal ein. Geht drauf ab. Ja, und dann sage ich abbrechen. Okay. Das ist eine Quest. Einmal kostenlos. Nein, Quest nicht, aber. Wird mir jetzt roten Punkt angezeigt. Warte, wir können das ein bisschen beschleunigen. Ich gehe einfach auf 10 mal. Oh, sieht doch schon viel besser aus. Oh, ein Charakter. Und mach einen neuen Charakter. Und dann haben wir noch einen. Okay. Jetzt sind wir blank. Ja. Den. Da habe ich schon. Schon wieder auf dem Dach. Automatik. Oh. Ja, genau. Nachricht, E-Mail, alles einfordern. Okay. Ja, super.
Und alle löschen. Okay. Es ging aber schnell. Immer noch? 3, 5. Da ist er mit dem Bogen. Jetzt beginnt das Wettbewerb. Wer am meisten tötet. Okay. Schauen wir nochmal Karat. Okay, ist das an Galerie? Okay. Formation. Ich bin ein Mensch. Okay. Auf Level 19 geht's los. Ich bin ein Mensch. Bin ich ja gleich schon Level 20. Ausrüsten, verstärken.
Deswegen, ich war noch mal kurz auf. Ersatz war es, genau. Ah, das ist cool. Ich kann mir jetzt ausruhen, mit wem ich immer spiele. Das sieht doch viel besser aus, oder? Ja. Charakter aufwerten. Gibt bis Level 19. Okay. Fertig. Details. Sasado, hajime yo ze. Ikuzo. Ihre Waffe noch aufwerten oder die Truhe abholen. Ja, dann überspringen das Ganze. Abgeschlossen. Wenn wir noch einmal einen Kampf machen. Obwohl, wir sind auch gleich fertig mit dem Kapitel. So, das ist ausgewählt. Sie macht nicht ganz so viel Schaden. In der Serie ist er viel größer. Weiter habe ich auch nicht gesehen in der Serie, wie bis an den angekommen ist. Ich glaube, das war das Ende des zweiten Kapitels. Da.
Level 20. Boku hitori de juben da. Ikuzo. Ikuzo. Na dann. Ah gut, das geht auch so. Das schlechteste von meinen ganzen 5 Charakteren. Und der Boss, wo ist er, da ist er. Ich bin!
da si ne kini an arenenda. Genau. Haben wir die Shimigami vertrieben. Noch zwei Runden, dann sind wir fertig. Den habe ich bei mir doch mit drin. Wie kann das sein? Der ist hier. Oh, da. Weg ist er. Leider mal Kundamo. Ach Mensch, Dungeon. Ich muss jetzt nur erst in der Dungeon rein. Nicht, dass das Kapitel noch schlecht ist. Mensch. Okay, dann schauen wir uns mal schnell den Dungeon an. Automatik ist drin. Ich habe 3 Minuten Zeit. Ach, da ist so ein EP-Dungeon. Die ganze Zeit Leute und du musst halt nur mal alle killen und kriegst dafür EPs. Sitzt mal so dann noch raus für mich. Habe ich schon. 150, 40 oder 250. Ich selber spiele nicht. Ich habe ihn nur ausgerüstet. Also kann man sagen, ich bin der Manager. Ah, geht nicht mit 350. Schon bei 400. 451. 460. 70. 15 auf hin. Und 500. Das ist eigentlich noch ein Silberbereich. Nicht ein Gold. Schlecht. Warina!
25. Na, wo geht's jetzt hin? Überspringen. Am Strand. Okay, dann sind wir jetzt abgeschlossen. Wir sind jetzt zu 23. Da kommt jetzt der letzte Kampf. Und dann sind wir mit dem Kapitel 3 fertig. Okay. Halbes Leben ist schon weg. Und down ist er. Haben wir jetzt geschafft, oder? Ach, Kapitel noch nicht sein, ne? Gut gemacht, ihr drei. Meine Frau ruft auch schon. Gut, ich würde mal sagen, dass das wir abgerufen. Bam, 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 bam. Ja, also ich sag mal, das war's dann für heute. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann natürlich viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.